Einen schönen guten Tag, mein Name ist Solchak90 und ich zeige euch Ghost Recon Wildlands. Jo, dann mache ich da weiter, wo ich letztes aufgehört habe. Diesmal werde ich die Nebenmission, ja, oder halt, ja, genau, die Nebenmission Sandovals Überreste machen. Das heißt, den ehemaligen Undercover-Agent werde ich halt seine Überreste bergen und nach Hause schicken. Wie heißt es so schön so? Kein Mann bleibt zurück. So. Dann einmal starten. So. Und da bin ich mal gespannt, mal wie da die Geschichte enden wird. Weil man hat nur erfahren, nur über Tonaufnahmen halt, wie das so alles abläuft und so bei Santa Blanca. So die ersten Treffen da mit den ganzen kleinen Bosse halt und große Bosse, je nachdem. Und halt, wie das Ganze abläuft halt in Santa Blanca. Und jetzt wird halt die, jetzt wird halt seine Leiche geborgen. Mal schauen, wie das enden wird. So, einmal kurz mal den Helikopter bestellen. Mein Fahrzeug gebeten. Okay, wir haben euren Helikopter. So. Ah, schon super praktisch, einen Helikopter mit Bordkanonen zu haben. Ziemlich viele. Fahren wir. So, okay. Wir wissen eventuell, wo sich Agent Sandovals Überreste befinden. Durchsuchen Sie die Gegend und falls Sie die Leiche finden, markieren Sie sie zur Bergung. Bringen wir Sandoval nach Hause. Blinklichter und Knöpfe hier dran. So, und es ist soweit auch... Genau. Es ist so gut wie fertig. Also ich bräuchte auch eigentlich Elsvenius... kann ich auch begegnen, aber das sind noch die kleinen Nebenmissionen da, die ich auch noch fertig machen möchte, bevor es zum großen Finale kommt. So. Einmal da hinten fliegen. Lager sein. Ja. Stimmt, das war dieses Dorffall. Oh. Source? Funkausrüstung. Ach komm, machen wir mal mit. Der Truck will die Biege machen. Eröffne Feuer. Ein nicht gepanzertes Fahrzeug eskortiert den Konvoi. Zerstört. Mach ihn nicht kaputt. Wir brauchen die Ladung. Nicht auf den Truck schießen. Wir brauchen das Zeug darin. Verdammt, sowas habe ich seit dem Irak nicht mehr gesehen. Sandsäcke, Stacheldraht, Wachposten. Die Rebellen machen Santa Blanca die Hölle heiß. Ich wette, die Kartellarschlöcher hätten nie gedacht, dass sie Scharfschützen und USBVs ausweichen müssen. Karma kann so scheiße sein. Wir wissen von uns. Thank you.
Das ist egal, ich habe hier den Laster. So, markieren. Die Ausrüstung sieht gut aus. Wir melden den Rebellen den Standort des Trucks. So, eigentlich brauche ich halt die Ausrüstung ja nicht zu bergen halt, aber man macht es trotzdem. Da ich ja meine ganzen Punkte schon auf Maximum habe. So. Ah ja, schon die Brüche für dich. Ja, wird schon als direkte Bedrohung schon angesehen. Oh, schöne Scheiße, die sehen uns. Shit, die wollen hier lang. Was jetzt? So, einer weg. Mörser? Oh, Mörser ist nicht gut. Da haben die meinen Helikopter kaputt gemacht. Aber egal. Granate weg! Sofort weg da! Ah, verdammt. Ah, ja, was wollen wir machen? Mörserschlag. Beschuss. Alles ungünstig. Warum hat das so lange gedauert? Wir sind da. Ist nicht das erste Mal, dass wir Tote bergen. Ihr wisst, worauf ihr achten müsst. Auf jeden Fall hier, hier herrschen Kampfhandlungen. Okay, ein Rebell hat's. Okay, das Gefängnis wurde mit aufgesprengt. Einer. Nee, beide haben überlebt. Okay, jetzt räumen die Rebellen hier auch mit auf. Okay. Ist er nicht. Sucht weiter. Okay, das ist die Leiche nicht. Schauen. Okay, das sieht auch irgendwie nach Müll aus und irgendwelche Überreste. Das war die Mörserstellung. So, das war der letzte. Alles sauber. So. Störgerät abgeschaltet. Ich hab hier was. Ich seh's mir an. Das ist er nicht. Es sei denn, er hatte ein Celina-Tattoo im Nacken.
Mhm. Auch die falsche Leiche. So. Da ist ein Container. Rückendeckung. Hab dich. Mal den Container durchsuchen. Hier, ich hab ihn. Fuck. Schon traurig, einen Mann so enden zu sehen. Wir können froh sein, dass wir ihn gefunden haben. Bowman wohl auch. Bowman? Wir wissen, wo Sandovals Leichnam ist. Ich sende Ihnen den Standort. Danke. Ich schicke ein Team, das ihn abholt. Ich will nur, dass er nach Hause kommt. Leider kenne ich das Gefühl. Nomad Ende. Okay. Leiche geborgen. Hola, Caballeros. Sie vier machen mir mehr Ärger, als ich jemals zuvor hatte. War uns ein Vergnügen, Suenio. Aber wir können es sofort beenden. Stell dich einfach. All die Mühe für Ricky Sandoval, der im Grunde nur ein korrupter Polizist war. Sie haben keine Ahnung, was wirklich vorgeht. Ich kann Ihnen die Wahrheit über Sandoval sagen. Das reicht jetzt. Ich habe Beweise, eine Aufzeichnung, wie Ricky Sandoval seine größte Sünde gesteht. Sie werden sehen, dass Ihr ganzer Einsatz, der Grund für Ihre Anwesenheit, auf einer Lüge beruht. So sehr geht dir der Arsch auf Grundeis. Du tischt uns noch mehr Lügen auf? Ich bin vieles, aber kein Lügner. Hören Sie sich die Aufzeichnung an. Das ist kein Trick. Aber ich bezweifle, dass Sie noch Grund haben, gegen mich vorzugehen, wenn Sie hören, was Sandoval zu sagen hat. Hm. Das Geständnis, okay. Nimmt die Saldovans Geständnis. Ja, mal schauen, wo ist das? Das müsste irgendwo in... Ne, hier ist es nicht. Okay, das ist El Svenio. Ah, wo ist denn das Geständnis? Nein, hier auch nicht. Okay. Okay, mal schauen. Nochmal. So, hier ist es. Hier ist El Svenio. Dann habe ich. El Svenio bietet Okay, die Aufzeichnung von Sandovals Geständnis an. Vermutlich eine Falle, aber wir müssen es trotzdem überprüfen. Okay, irgendwo in La Cruz. Ah, okay, da bestelle ich mir ein Helikopter. Bestellt. Ja, okay, fahre ich kurz mal mit dem Laster mal raus. Ich fahre. Ich komme gleich nach. Oh. Naja, das kann nichts werden. Wenn der Laster so im Weg steht, dann würde ich eher den Hubschrauber kaputt machen. Weg hier, wir treffen uns da. So. Okay, das sind 13,6 Kilometer entfernt. So, die Überreste von Saldovans wurden ja geborgen, jetzt heißt es sein Geständnis abholen.
Es sind ja noch 10 Kilometer noch zu fliegen. Mit einem Laster oder so hätte ich eine Ewigkeit gebraucht, aber so mit Hubschrauber schön angenehm. Ja, gleich da. Okay, nettes Camp. Das sind ja nur 6 Kilometer noch. Die Hälfte schon mal geschafft. Aus. Okay, das sind wir mehr nach Militärcamp. Ja. So, das ist ein Alarm. Alarm hier drüben. Den Alarmlamm gelegt. Okay, da ist wahrscheinlich noch ein anderes Alarmsystem in der Nähe. Oder ist das ein Unidad-Camp? Mal einen Test machen. Okay. Die Lücke ist so breit, ist so groß. Eigentlich könnte ich wunderbar drunter kriechen, aber nein. Eine unsichtbare Wand. Okay, genauso wie hier auch. Erstmal den Strom hier aus. Okay, ist ein Santa Blanca Camp. Hab noch einen Tango. So,
So. Vorräte sichern. Zwei Sicarios. Dicht beim Lagereingang. Okay, den kann ich doch nicht ausschalten. Geh in Position. Suche eine bessere Schusslinie. Ziel markiert. Hab das Ziel. Auf die Ziele achten. Das ist Tor als Zivilisten. Okay, nichts passiert. Ja. Ein Alarmsystem? Laut Suenio soll der Audiorekorder hier sein. Seid extrem vorsichtig, Leute. Wir haben keine Ahnung, womit wir es zu tun haben. Sieht mehr aus nach einem Flüchtlingscamp, würde ich mal sagen. Also ein Camp für Bedürftige. Von Santa Blanca gesponsert. Wir setzen eine Markierung, damit die Rebellen den Nachschub finden. Und mal Dokument nehmen. Du wirst sterben, Ricky. Auch wenn Julie und Polito aufhören. Wenn sie jetzt sofort aufhörten, dir Schmerzen zu bereiten, du würdest trotzdem sterben. Ja, hab ich mir gedacht. Wir kennen die Wahrheit schon. Aber ich will wissen, warum. Sag's mir, Ricky. Ich verspreche, dann werde ich die Schmerzen von dir nehmen. Okay, Chefe. Ich kann wohl nicht mehr sagen, ich hab's für dich getan. Also nennen wir es professionelle Dienstleistung. Ich war's. Ich hab die Botschaft in La Paz hochgejagt. Du hast die US-Botschaft in La Paz gesprengt. Ja. Und es war keine DEA- oder CIA-Tarnaktion. Die Rebellen haben dabei geholfen, aber ich war es. Warum sprengst du deine Botschaft? Ich hatte keine Wahl. Ich sollte Bolivien verlassen. Es hat dir einen Scheiß interessiert, was du hier unten machst. Keiner wollte... Ich wollte Ressourcen bereitstellen, um euch Arschlöcher zu stoppen. Ich wollte ihre Aufmerksamkeit. Dafür brauchte ich Theater. Und im Theater passen die Leute erst auf, wenn jemand stirbt. Okay. Die ganze Aktion war praktisch, oder der ganze Einsatz gegen Santa Blanca war praktisch eher, ja, wie soll ich das jetzt erklären? Ricky Saldovan hatte hier sehr viele Beweise gehabt, aber die Regierung sagte halt so, nö, interessiert uns nicht, bis halt die US-Botschaft in die Luft gejagt hat. Das ist jetzt eine interessante Wendung. So, jetzt erstmal hier raus. Verdammter Scheiße. Kostenlager? Scheiße, wie ist das möglich? Was willst du jetzt machen, Boss? Es Bowman schicken und dann nach der gottverdammten Wahrheit fragen. Achtung, Feindpräsenz.
Bowman, hören Sie? Ja? Was zum Teufel ist hier los? Nomad, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Wie wär's mit der Wahrheit? Wussten Sie, dass Ricky die Botschaft gesprengt hat? Haben Sie ihm geholfen? Natürlich nicht. Ich hatte keine Ahnung. Ricky hat Scheiße gebaut. Scheiße gebaut? Bowman, der Grund, warum wir hier sind, die ganze Operation, all das ist eine einzige Scheißlüge. Glauben Sie, ich wüsste das nicht? Er war mein Freund. Er hat mich mehr enttäuscht als alle anderen. Und was wollen Sie jetzt unternehmen? Suenio ist immer noch da. Das ändert gar nichts. Er gehört für den Rest seines Lebens ins Gefängnis. Was? Er verdient eine Kugel und Hunde sollen ihn durch die Straße zerren. Gefängnis. Pah. Ich weiß nicht. Sie wissen es nicht. Was soll das denn heißen? Ich weiß es nicht. Ich brauche Zeit. Ich muss nachdenken. Bowman Ende. Okay, selbst die gute Bowman ist überfragt, dass Ricky Scheiße gebaut hat. Interessante Wendung. Sprich, das alles ist eine ganze Lügengeschichte. So, jetzt erstmal schnell zurück zum Hubschrauber und dann zum Checkpoint. Weil dann bin ich auch praktisch hier fertig mit dieser Aufgabe. Mein Hubschrauber habe ich irgendwo hier, alle mal stehen bleiben. Weiter westlich hingestellt irgendwo. Genau, da steht ja mein Hubschrauber. Ich bin der Pilot. Dann würde ich mal sagen, ab zum, ja, Lacrosse Alpha. Okay, wir das sind ist cool. Okay. Wenn wir dahin zurückfliegen. Netter Rettungshubschrauber. Okay. Was steht da hinten? Ein Standardhubschrauber, okay. Das ist aber praktisch, so einen großen Rettungshubschrauber. Naja, nachdem man jetzt erfahren hat, dass diese Operation praktisch eine ganze Lüge ist, wird sich das Ganze nochmal wenden, wie ich finde. Hört sich schon interessant an. Aber darauf gehe ich mal nächstes Mal ein. Es gibt ja noch einige Nebenaufträge noch, die zu machen sind. Ja. Die werde ich auf, keine Ahnung, welchen Nebenauftrag ich als nächstes angeben werde. Mal schauen. Sind ja noch einige offen. Naja, dann würde ich mal sagen, war es das auch wieder fürs Erste. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich wünsche euch noch einen schönen Tag noch. Bis bald und tschüss.